Ja, hallo, guten Morgen. Ich begrüße euch herzlich zur heutigen Vorlesung. Wir machen weiter mit dem Thema Exoskeletons und wir haben das letzte Mal angefangen, die unterschiedlichen Typen von Exoskeletons kennenzulernen, die wir unterteilt haben in endpunktbasierten, kinematisch-äquivalenten, also äquivalent zum menschlichen Körper und kinematisch unterschiedlich oder verschieden vom menschlichen Körper und auch die Soft-Exosuits. Und ganz zentral haben wir das Problem der Fehlausrichtungen zwischen Achsen des menschlichen Körpers und korrespondierenden Achsen des Exoskeletons kennengelernt. Und wir haben gesehen, wenn man das nicht berücksichtigt beim Design, also wenn man nicht berücksichtigt, dass die Rotationsachsen von den Gelenken oder von Gelenken des menschlichen Körpers nicht immer konstant im Raum verlaufen, sondern die bewegen sich, die verschieben sich während der Bewegung, dann würde das dazu führen, dass wir große Shear- und Druckkräfte an den Kontaktpunkten, also wo praktisch das Exoskeleton mit dem menschlichen Körper verbunden ist, auftreten, die dazu führen, dass der Komfort sinkt und somit Menschen solche assistive Technologien, die eigentlich unterstützen sollen, nicht haben wollen. So, und wir haben auch gesehen, wie man praktisch Aktivierungen bzw. Prinzipien, wie man so ein Gelenk aktivieren kann, die drei unterschiedlichen Konfigurationen, die wir das letzte Mal mit Vor- und Nachteilen kennengelernt haben. Es gab eine Frage, und das wird uns oft begegnen, das Problem Misalignment, die Frage nach dieser Misalignment oder Fehlausrichtung der Gelenken. Das sehen wir nochmal hier in dem Beispiel. Das heißt, man designt oder entwickelt so ein Exoskeleton, was optimiert ist für die Standphase, also wann tatsächlich das Bein ausgestreckt ist. Aber wir wissen ja, mit diesem Exoskelett wollen wir laufen. Das heißt, es gibt Flexion oder Extension vom Kniegelenk. Und wenn diese Verschiebung hier, man sieht hier das Rotationszentrum vom Exoskeleton und Rotationszentrum vom menschlichen Kniegelenk, die sind nicht immer gleich, beziehungsweise die sind vielleicht nicht immer parallel zueinander. Und ausgehend oder aufgrund von diesen Misalignments oder Fehlausrichtungen sind die Scherkräfte, die an den Kontaktpunkten, ja, also das sind hier die gelb oder orange markierten hier, die werden natürlich größer. Das heißt, beim Design muss man diese Fehlausrichtungen nicht in einer statischen Konfiguration, sondern im gesamten Bewegungsraum betrachten. Und da werden wir heute in der Vorlesung auch Beispiele sehen, für zum Beispiel Kniegelenk, aber auch für Ellenbogengelenk, wo man sehr vereinfacht vielleicht ein Exoskeleton für Ellenbogengelenk nur mit Hilfe von einem rotatorischen Gelenk realisiert. Da werden wir sehen, dass diese Mikromisalignments dort auftreten und und kompensiert werden müssen. Genau, wir machen weiter, und zwar hatten wir das letzte Mal den Entwurfsprozess oder Designprozess von einem Exoskeleton, wo wir ge gesagt haben, okay, wir müssen Bewegungsaufnahmen machen, wo sind die Bewegungsräume der Extremität, obere Extremität, untere Extremität, für die wir ein Exoskeleton entwickeln. Das resultiert alles in Tabellen, die natürlich als Vorgaben für den Designer dienen. Aber neben dem Bewegungsraum sind auch die Kräfte und Momente, die auftreten, von großer Relevanz, und die müssen auch berücksichtigt werden. Und da werden wir heute auch Beispiele dazu sehen. Das Ergebnis von unserem Entwurf, das letzte Mal vor ein endpunktbasiertes Exoskeleton für tägliche Aktivitäten, also Activity of Daily Living. Ja, da kommt so ein Entwurf mit 7 Freiheitsgraden als einfachste oder erste Approximation erster Ordnung des menschlichen Körpers.
Und nachdem man das realisiert, muss man bestimmte Aspekte auch analysieren bzw. untersuchen, zum Beispiel, ob der Mechanismus bestimmte Singularitäten haben. Diese Singularitäten sind für die Steuerung von Roboterarmen, in dem Fall von einem Exoskeleton natürlich zu vermeiden. Das heißt, dass zum Beispiel zwei Achsen ineinander übergehen und somit verliert man ein Bewegungsfreiheitsgrad. Und als Beispiel hier für ein endpunktbasiertes Exoskeleton ist zum Beispiel ist hier dargestellt, wo der Mensch tatsächlich das Exoskeleton nur am Ende oder diesen Roboterarm nur am Griff hier festhält und mit Hilfe von Nullkraftregelung oder Nulldrehmomentregelung den Arm führt, beziehungsweise dieses Exoskeleton führt, hier in dem Beispiel, um Daten zu generieren, aus denen man Greif- bzw. Einschenkbewegungen für einen Roboterarm lernt. Ja? Und da sieht man hier, der Kontakt ist nur tatsächlich am Endpunkt. Und da kann man hier diese Trajektorie, die der Mensch ausführt, aufzeichnen und kann man natürlich die komplette Konfiguration von dem Exoskeleton aufzeichnen. Die andere Anwendungsmöglichkeit war die Steuerung von anderen entfernten Roboterarmen, zum Beispiel in Teleoperationen oder Semi-Autonomie-Steuerung von Roboter bei Handhabungsaufgaben. Zum Beispiel die Handhabung von irgendwelchen radioaktiven Materialien in abgeschirmten Umgebungen, wo der Operator in ein Kontrollzentrum vielleicht mit dem Arm sitzt und dann durch seine Bewegungen von Robotern oder Roboterarmen, die tatsächlich die Aufgabe ausführen, generiert und steuert. Genau. Nun gehen wir weiter von den endpunktbasierten zu den kinematisch Äquivalenten zum menschlichen Körper. Und kinematisch äquivalent bedeutet, dass wir so angelehnt am menschlichen Körper, überall dort, wo wir Gelenke haben, zum Beispiel Schultergelenk, Ellenbogen und Handgelenk, solche Gelenke im Exoskeleton vorsehen. Und ich fange an mit einer ersten Studie, die wir hier in Karlsruhe zum Beispiel gewagt haben, wo wir so kinematisch äquivalente Exoskelette für die obere Extremität hier realisieren wollten. Also so mit gleitenden Gelenken, um zum Beispiel die Beweglichkeit hier vom Schultergelenk zu realisieren oder vom Handgelenk. Ja. Das haben wir jetzt in der Form nicht weiter verfolgt, aber weil die Exoskelette, wie wir sehen werden, am Ende oder im Laufe von diesem Kapitel, die tatsächlich komfortabel und akzeptiert werden, die werden auf gar keinen Fall kinematisch äquivalent sind. Einfach aus der Tatsache, dass wir diese Misalignment-Probleme zwischen Gelenken des menschlichen Körpers und Gelenken des Exoskeletons. Gerade beim Schulter wissen wir, dass die Rotationszentren oder das Rotationszentrum vom Schultergelenk sich verschiebt bei einfachen Manipulationsaufgaben, die man mit dem Arm ausführt. Aber wir werden immer Fallstudien hier zu den jeweiligen Beispielen betrachten. Und bei kinematisch Äquivalenten haben wir hier ein Beispiel von einem kinematisch äquivalenten Exoskeleton für den Ellenbogen ausgewählt, das NeuroExo. Ja. Details hier kann man natürlich in den entsprechenden Publikationen nachlesen. Aber designt hier, um aktive Assistenz bei Bewegungen des Ellenbogens, also Flexion, Extension des Ellenbogens zu realisieren. Und gleichzeitig hat dieses Exoskeleton eine passive Compliance, also Nachgiebigkeit, um praktisch auch der Komfort des Benutzers zu unterstützen und diese Lässigkeit der
Artikulation, also des Gelenks, des Ellenbogengelenks beim menschlichen Körper nachzubilden. So, das heißt, das ist ein Hauptgelenk natürlich, wie diese Achse, die wir kennen, vor Flexion, Extension beim Ellenbogen des Menschen. Aber wenn man das nur so primitiv und einfach mit einem, also so ein Exoskeleton primitiv mit einer einzigen Achse realisiert, dann werden dort Mikro-Misalignments auftreten, weil das ist nicht nur eine reine Scharnierachse, unser Ellenbogen, sondern das sind ja, das ist eine komplexe Struktur, wie wir aus dem letzten Kapitel gesehen haben und gleich nochmal sehen werden, wo dieses Alignment oder die Ausrichtung der Achsen während in dem Beispiel Flexion und Extensionsbewegung garantiert werden muss. Es besteht aus doppelschaliger Struktur der einzelnen Segmente von dem Exoskeleton und es hat zusätzlich zu dieser aktiven zu der aktiven Achse des Ellenbogens einen passiven Mechanismus mit vier weiteren Freiheitsgraden. Ja? Und natürlich Sensoren und Steuerung und so weiter und so fort, was man alles braucht, um tatsächlich so ein, weil das ist ja letztendlich ein Roboterarm, den man entwickelt. Das heißt, wo die Steuerung sind hier, Kontrollstrategien oder Regelungsstrategien notwendig, die auch bestimmte Sensorik brauchen. So, da sieht man hier die Struktur und wie gesagt, das ist ja nicht das Ziel, dass wir jetzt jedes System, was wir hier in der Vorlesung präsentieren, auswendig lernen oder die letzten Details mal verstehen, wie das überhaupt realisiert wird, sondern das soll euch nur einen Eindruck geben, was sind überhaupt die Probleme, die adressiert werden müssen, wenn man so ein Exoskeleton entwickelt und wie hat man vielleicht solche Lösungen in der Literatur adressiert. Also das sieht man hier, diese zwei doppelschalige Struktur mit Carbonfaser, damit das Ganze natürlich leicht ist. Ja. Und durch diese doppelschalige Gestaltung hat man natürlich die Möglichkeit, dass man Komfort des Nutzers oder des Trägers erhöht. Ja. Gerade wenn zum Beispiel hier die innere Schale so ein soft orthopädischem Material besteht, was eine große Kontaktfläche mit der Haut oder mit dem menschlichen Arm garantiert. Natürlich, das Ganze muss Gewicht, wissen wir, ist ein wichtiges Kriterium. Das Ganze wiegt hier knapp 3 Kilogramm, also ungefähr 2,5 Kilogramm, wie man sieht. Und entwickelt, wie gesagt, vor Rehabilitationsaufgaben vom Ellenbogen, insbesondere vor Flexion, Extensionsbewegungen. Und da sieht man hier weitere Details dargestellt. Das heißt hier ein Mechanismus, was praktisch so zu Feinabstimmung zwischen dieser inneren und äußeren Schale mit einer bestimmten Distanz, hier 15 mm, was auf der einen Seite den Komfort vielleicht unterstützt, auf der anderen Seite natürlich die Anpassung auf unterschiedliche Personen, also kleine Anpassungen in diesem Bereich von 15 mm auf unterschiedliche Personen ermöglicht. So, wie hat man das gemacht? Natürlich guckt man die Anatomie vom Ellenbogen. Und wie ich bereits erwähnt habe, Ellenbogen ist nicht so einfach ein Scharniergelenk, ja, sondern das ist ein ziemlich komplexes Gelenk. Da sieht man hier, wie die Autoren die Beweglichkeit vom Ellenbogen hier beschrieben haben. Das heißt, wie die einzelnen Knochen aufeinander übergehen, was sind die Bewegungsräume der unterschiedlichen Knochen. Und hat anhand von diesem Modell tatsächlich einen Vorschlag für die technische Realisierung ausgearbeitet. Ganz besonders natürlich
wie die Fehlausrichtungen, also die Misalignments, die solche Scherkräfte oder hier genannt Translational Forces minimiert werden können. Und die Lösung ist, dass man natürlich eine aktive Flexion, ein aktives Flexions-Extensionsgelenk hat. Das ist ja, was wir brauchen, um die Bewegung auszuführen. Und das Ganze hier auf einer passiven Struktur kombiniert auch mit einem passiven Mechanismus, um diese Lässigkeit der Bewegung, also Lässigkeit in Anführungsstrichen, das benutzen auch die Autoren in dem Paper, der Lässigkeit der Bewegungen im Ellenbogen nachzubilden. Und wie man sieht hier, also das sind hier die unterschiedlichen Rotationsachsen, die identifiziert wurden. Also zum Beispiel die Hauptachse hier, wie viel muss überhaupt diese Achse mal erlauben oder was für ein Toleranzbereich hat man, wie verschiebt sich die Achse während der Bewegung, ja, in der horizontalen Ebene und in der frontalen Ebene. Und daraus hat man eine geschlossene kinematische Kette mit 13 passiven Gelenken. Ja, man sieht hier die dargestellt, also vier translatorische oder prismatische Gelenke. Die sind hier die Gelenke zum Beispiel 2 und 6. Ja, also das sind zweimal das Gelenk 2 mit diesem prismatisch, also verschiebt sich hinein und heraus, beziehungsweise auch lineare Gelenke hier 6. Man sieht hier auf zwei Seiten, ja, und deshalb insgesamt 4 prismatische Gelenke, aber auch weitere sphärische passive Gelenke. Also das sind passive Gelenke und keine aktiven Gelenke, zum Beispiel 7 und 8. Man sieht hier fast kugelförmige Gelenkformen, ja, bei 7 und 8, die natürlich dafür sorgen, dass der Arm immer da drin sitzt, beziehungsweise dass keine Verspannungen aufgrund von Misalignments auftreten können. Wie ich bereits erwähnt habe, will ich jetzt nicht so sehr in die Details eingehen, aber das sind hier große Aufnahmen, wie die unterschiedlichen Bewegungsachsen aussehen. Ja. Das ist natürlich die Hauptachse für Flexion, Extension, also AFE, aber die restlichen Achsen, die um die praktisch Bewegungen in den unterschiedlichen Ebenen erfolgen und die auch kompensiert werden müssen, damit die Misalignments eliminiert werden, beziehungsweise damit der Komfort gesteigert wird oder garantiert wird. So sieht praktisch das Exoskelett aus, ja, und das sind wiederum hier die Möglichkeiten, die das Exoskeleton erlaubt. Man sieht hier, dass man nicht nur eine reine Rotation um diese Achse, sondern diese Achse, die kann sich durch den passiven Mechanismus ein bisschen drehen oder schräg sein, ja, und zwar in einem bestimmten Bereich von plus minus 15 Grad, wie man hier sieht. Aber auch durch diesen passiven Mechanismus kann diese Achse hier, also praktisch, das ist die Achse, die durch den Unterarm geht hier, auch sich verschieben, und zwar um plus minus 21 Grad. Das heißt, wir haben nicht nur eine starre Rotation in der frontalen und horizontalen Ebene um die spezifizierte aktive Achse, sondern wir haben diesen Spielraum, der natürlich sehr notwendig ist, damit man Misalignments kompensiert. Weiterhin durch diesen passiven Mechanismus hat man auch oder kann man diese Translation vom Unterarm, ja, bei Flexion und Extensionsbewegungen ermöglichen, sodass dieses Self-Alignment erfolgen kann, und ähnlich auch eine Translation in der horizontalen Ebene, wie man sieht hier mit diesen Delta-Hs. So, worauf ich hinaus will, was so einfach und primitiv aussieht, ein Exoskeleton vor Ellenbogen mit einem Scharniergelenk, so haben wir das modelliert, ist, wie man sieht, hier keine triviale Aufgabe.
sondern eine Aufgabe voller Herausforderungen, wenn man tatsächlich alle Fehlausrichtungen der Gelenke bei Flexions-Extensionsbewegungen in der horizontalen bzw. in der frontalen Ebene kompensieren will. Ja, wir reden nicht darüber, dass wir andersartige Bewegungen machen. Das heißt, wenn praktisch das Exoskeleton jetzt hier für die Unterstützung von Arbeitern bei Überkopfarbeiten verwendet werden soll, dann muss man natürlich schauen, was sind dort die Verschiebungen, die auftreten, und reicht praktisch dieser Mechanismus aus oder muss man zusätzliche Maßnahmen treffen, damit Misalignments auch bei solchen Konfigurationen oder bei solchen Aktivitäten kompensiert werden können. So, das heißt, das ist alles voller Herausforderungen von der konstruktiven Seite, von der Bewegungsanalyse-Seite und auch von der Seite der Anatomie, also des Verständnisses tatsächlich, wie Gelenke im menschlichen Körper sich bewegen. Genau, dass man das Ganze steuern muss, ist auch klar, und will ich hier nicht auf die Details eingehen. Optische Encoder, inkrementelle optische Encoder und Kraftsensoren, mit denen man die Kräfte entlang der Kabeln, also man sieht hier, dass das Ganze kabelgetrieben ist, und das sind hier hydraulische Antriebe, die eingesetzt werden, um praktisch dieses Exoskeleton hier anzutreiben bzw. zu bewegen. Und das Ganze zusammengefasst sieht man hier auf der Folie. Das ist ziemlich gut in dem Sinne, dass er viel Kraft eigentlich also aufbringen kann, plus minus 15 Newtonmeter, obwohl das Gewicht knapp 2,5 Kilogramm wiegt. Ja. Und das Ganze wurde evaluiert in mehreren Studien mit gesunden Patienten oder gesunden Probanden. Und da konnte man zeigen, dass man tatsächlich Bewegungen vom Ellenbogen im gesamten Bewegungsraum hier tracken kann bzw. nachbilden kann. Und interessant ist natürlich diese einstellbare Steifigkeit der Gelenke. Die macht es natürlich möglich, dass man sowohl hohe Impedanz hat, wenn zum Beispiel das Exoskeleton bestimmte Aufgaben ausführen kann. Ja, wenn das Exoskeleton den Arm hoch und runter bewegen kann, beziehungsweise wenn der Patient oder die Person in charge ist, dass man eine kleine Impedanz haben, sodass tatsächlich die Person dieses Exoskeleton rumbewegen kann. So, das war also ein Beispiel für kinematisch äquivalente Exoskeletons, und zwar für den Ellenbogen. Jetzt gehen wir zu kinematisch unterschiedlich, das heißt, wo wir tatsächlich aufgrund von Misalignments, Makro- und Mikro-Misalignments, die auftreten hier, mehr Gelenke vorsehen müssen, als im menschlichen Körper vorhanden ist. Also Gelenke, die auch aktiv angetrieben werden und nicht passiv wie dieser 4DOF, wie der 4DOF-Mechanismus beim Ellenbogen-Exoskeleton. Und auch so ein paar Beispiele, was wir vor ein paar Jahren hier kinematisch unterschiedlich, das heißt eigentlich sieht man hier, das ist ja nicht angelehnt an der Anatomie des menschlichen Körpers, sondern das ist irgendeine Halterung auf dem Rücken hier und mehrere Gelenke hier, die aktiv angetrieben werden, damit wir eine kontinuierliche oder eine perfekte Ausrichtung der Gelenke haben, beziehungsweise damit wir den Komfort des Menschen bei Bewegungen überhaupt nicht stören, damit keine großen Kräfte, Druck- und Scherkräfte an den Kontaktpunkten hier auftreten. Das war so eine Fallstudie, was wir hier realisiert haben. Da sieht man hier drei Gleichbau, also gleiche Antriebseinheiten mit so einem Kugelgelenk hier.
am Kontaktpunkt, sodass man tatsächlich die Orientierung vom Oberarm beliebig hier, also beliebige Orientierung vom Oberarm einstellen kann. Und das ist hier so Bänder als Schnittstelle hier zum menschlichen Körper, die auf dem Oberarm bzw. auf dem Unterarm angewinkelt sind. Genau, das ist nur ein Beispiel. Und die Idee ist tatsächlich bei diesen kinematisch unterschiedlichen, wie man gesehen hat, dass man nicht nur dort Gelenke also tut, wo man Gelenke im menschlichen Körper hat, also zum Beispiel hier Schultergelenk, dann tut man drei Freiheitsgrade im Schultergelenk, sondern man hat ja hier vor das Schultergelenk hier mehrere Freiheitsgrade, wie man hier sieht. Und ein großes Problem oder eine meiner Meinung nach große wesentliche Ursache für Misalignments, die auftreten, ist, dass man immer so beim Design von Exoskeleton vorgeht, dass man versucht, dort Gelenke anzubringen beim Exoskeleton, wo der Mensch Gelenke hat. Aber das muss nicht unbedingt so sein. Also man muss wirklich sehr kreativ sein beim Design. Das ist hier nur futuristisch mal dargestellt, wie so ein Exoskeleton für die Arme aussehen könnten, für Überkopfarbeiten beispielsweise. Ich weiß, das ist natürlich nicht durchgängig gedacht, weil wenn natürlich die Arme runtergehen und an unterschiedlichen Stellen manipulieren können, dann würde das hier nicht passen. Aber das soll nur darstellen, dass wir uns Gedanken darüber machen, wie intelligente Gelenkmechanismen aussehen können, die praktisch eine Unterstützung für den Benutzer garantieren, ohne dass wir diese Fehlausrichtungen, die zu Scherkräfte und Druckkräfte an den Kontaktpunkten führen. Also nur als ein Beispiel. Es gibt aber eine ganze Menge von kinematisch unterschiedlichen Exoskeletten, die momentan zum Beispiel im Bereich von Rehabilitation eingesetzt werden. Und mit dem aktuellen Stand der Forschung und der Technik und Materialwissenschaften und alles, was man nutzen kann, um solche Exoskelette zu bauen, werden tatsächlich alle Exoskelette bis auf Weiteres kinematisch unterschiedlich zum menschlichen Körper sein. Ja, also nicht diese 1:1 Zuordnung von Gelenken vom menschlichen Körper zum Exoskeleton. Wir haben hier ein Beispiel für ein kinematisch und verschieden, also kinematisch von der menschlichen Kinematik verschiedenes Exoskeleton. Und zwar, das ist Harmony, ein Oberkörper-Exoskeleton für Rehabilitationsaufgaben. Und da sieht man hier also Trainieren und Rehabilitation von Manipulationsaufgaben, also Aufgaben der oberen Extremität. Und wenn wir uns an die Anatomie vom menschlichen Körper erinnern, dann wissen wir, dass das Schultergelenk eigentlich ganz, ganz schwierig zu modellieren ist, beziehungsweise man benötigt nicht nur die drei Gelenke, die das äußere Schultergelenk beschreiben, sondern auch Bewegungen von Schlüsselbein und Schulterblatt müssen berücksichtigt werden. Und hier hat man bei diesem Exoskeleton 5 aktive Freiheitsgrade für die Nachbildung vom Schultergürtel und Schultergelenk. Ja. Da sieht man hier die unterschiedlichen Ansichten. Da gibt es auch ein Video, was ihr auch angucken könnt, wie auf der Folie. Aber die Vorgehensweise ist natürlich die gleiche. Ja. Also wir wissen viel über die kinematische Struktur von Schultergürtel und Schultergelenk. Wir wissen, dass wir dieses Brustbein, Schlüsselbeingelenk haben, dass wir ein Gelenk zwischen Schlüsselbein und Schulterblatt, dass wir natürlich die Artikulation von Schulterblatt auf dem Rücken haben und nochmal die Artikulation vom Oberarm mit dem Brustkorb oder mit dem Rest. Also der Oberarm, der hängt eigentlich, ja, der hat ja keine direkte Artikulation oder Gelenk hier jetzt in der Pfanne, sondern wird ja mit einem Muskel- und Bandapparat hier festgehalten. Aber was ganz wichtig, ähnlich zu der Analyse, die wir vorher gemacht haben, zur Entwicklung von einem endpunktbasierten Exoskeleton, muss man die Bewegungsräume mal betrachten, analysieren und ganz wichtig hier, wie verschiebt sich überhaupt das Rotationszentrum von der Schulter? Und da sieht man hier,
die Trajektorie von diesem Punkt hier, ja, also das heißt vom Ende, von dieser Spitze, vom Schlüsselbein, ja, und man sieht hier, dass dieses SC-Gelenk, also Schlüsselbein, Brustbeingelenk hier, bewegt sich entlang dieser Trajektorie hier mit einem Radius von 82 Grad, mit dem Zentrum hier ungefähr bei Z gleich 1 und bei Y gleich 0. Ja. Wenn man von oben, also von der Seite drauf guckt, wenn man oben, von oben drauf guckt, dann sieht man eigentlich diesen Verlauf hier. Und da sieht man hier, dass die Trajektorie, dass der Center of Rotation, also dieses Rotationszentrum natürlich hier liegt, ja, und dass das auch verschoben ist im Vergleich zu Bewegungen in einer anderen Ebene oder andere Bewegungen. Das wissen wir ja, das ist nicht an der gleichen Stelle. Das heißt, beim Design müssen wir natürlich diese Verschiebung vom Center of Rotation, COR, berücksichtigen, und hierzu hat man einen Mechanismus entwickelt, um praktisch diesen Schultergürtel nachzubilden. Und dieser Mechanismus ist hier ein bisschen ist hier dargestellt. Also Mechanismus für den Schultergürtel hat ein Gelenk, und zwar das ist dieses J1, wie wir das hier sehen, für Elevation und Depression, und hat ein Parallelogramm hier. Ja, und dieser Parallelogramm, um tatsächlich, weil unser Schultergelenk oder Schultergürtel ist so eine Art Parallelogramm, ist nicht komplett geschlossen hier oder beziehungsweise geschlossen über Brustkorb mit den Gelenken vom Schlüsselbein mit Brustbein. Aber man sieht hier, dass man ein Rotationsgelenk und ein Parallelogramm mit diesen J2, J2', 2' und 3' hat, und dann das Ganze verbunden hier mit dem äußeren Schultergelenk, also das ist der Kopf von dem Menschen, das ist hier unser Schultergürtel, und das ist praktisch das äußere Schultergelenk, was wir so kennen, ja. Und wie man sieht hier, das ist bei weitem viel mehr als das, was wir für die Realisierung vom äußeren Schultergelenk hier haben. Da sieht man hier, wie praktisch dieses Design, das resultierende Design aussieht, natürlich mit irgendwelchen Winkeln hier, Alpha und Beta. Man kann sich auch ganz gut vorstellen, wenn diese Winkel anders aussehen, dass der Bewegungsraum eingeschränkter bzw. Sich verändert, je nachdem, ob Alpha oder Beta größer sind. Und natürlich über diese Parameter kann man auch die Anpassung an den Menschen beeinflussen. Ja, man kann natürlich die Abstände durch die Variation oder Verändern von diesen Gelenken, die Abstände von dem Exoskeleton zum menschlichen Körper beeinflussen. Also wenn Alpha zum Beispiel größer ist wenn Alpha größer ist, dann wird der Teil hier weiter vom menschlichen Körper hier weggehen. Aber auf diese, sag ich mal, konstruktionstechnische Details werde ich auch jetzt hier nicht eingehen. Das ist ein Exoskeleton für die obere Extremität. Das heißt, es geht nicht nur um die Schulter, sondern auch Ellenbogen und Handgelenk. Und da sieht man hier einen Mechanismus für die Realisierung von Supination, also Unterarmdrehung, Supination, Pronation mit diesem Riemen hier und mit diesem Mechanismus, wenn man das hier dreht, dann wird wenn das Motor sich hier dreht, dann wird praktisch der Hebel hier gedreht über diesen Riemen, was man hier hat, und auf die Art und Weise kann man also Supination, Pronation Bewegungen vom Handgelenk, vom Unterarm realisieren. Da sieht man hier, wie das Ganze dann aufgebaut ist. Das sind für Schultergürtel J1 und J2 mit dem Parallelogramm, und das sind die restlichen Gelenke. Und man sieht hier, dass man einige Parameter oder Möglichkeiten hat zur Einstellung, zum Beispiel zur Anpassung auf unterschiedliche Personen, dass man hier hoch und runter fährt, ja, entlang der A-Achse, beziehungsweise dass man den Abstand zwischen den Zentren der Schulter hier variiert, damit dieses Exoskeleton von unterschiedlichen Personen getragen werden kann.
Das Ganze ist aktiviert mit sogenannten seriellen elastischen Aktuatoren der 14 Achsen, also wir haben 7 Achsen pro Arm. Ja. Und die Segmentlängen, die sind auch variierbar, also die Länge kann man variieren oder anpassen, und man hat mehrdimensionale Kraft-Drehmoment-Sensoren an den Interaktionspunkten des Exoskeleton mit dem menschlichen Körper, also sowohl am Oberarm als auch am Handgelenk. Ja. Und natürlich, um das hier mit dem menschlichen Körper zu verwenden, hat man wiederum diese Schalen hier, ja, also wo man praktisch die Oberarme bzw. die Unterarme reintun muss, damit man dann das Exoskeleton verwendet. Ja. Rehabilitationsaufgaben, das heißt, das Exoskeleton muss sich bewegen und dann irgendwelche vorgegebenen Trainingaufgaben oder Trainingbeispiele durchführen. Auf die Steuerung will ich jetzt nicht hier eingehen, weil das ist auch ein wichtiges Thema, aber natürlich benötigt auch viel Hintergrundwissen, was vielleicht nicht bei allen Teilnehmern hier in der Vorlesung vorhanden ist. Aber der Vollständigkeit halber, die Verwendung von seriell elastischen Aktuatoren ermöglicht uns, dass wir niedrige Impedanz realisieren können. Das heißt, dass wir zum Beispiel hier, dass man auch diese Tatsache verwendet, um den Benutzer zu ermuntern, beziehungsweise die Ausführung von freiwilligen Bewegungen mal zu unterstützen. Und natürlich braucht man hat gesehen, das ist ja ein riesiges Ding, und wenn man reingeht, und das ist wahrscheinlich auch schwer, weil das sind ja 14 Motoren, wie wir gesehen haben. Wenn man reingeht, dann kann man nicht erwarten, auch gerade bei Rehabilitationsaufgaben, dass der Benutzer tatsächlich dieses Exoskeleton trägt, sondern die Steuerungsstrategie oder die Regelung von dem Exoskeleton, die muss in der Lage sein, natürlich dieses eigene Gewicht vom Exoskeleton, sogar das Gewicht vom Exoskeleton der Person zu kompensieren. Also zum Beispiel Gravity-Kompensation, ja, damit der Benutzer in der Lage ist, tatsächlich nur durch seine Armbewegungen, also Armbewegungen des Benutzers auf den Exoskeleton zu übertragen, im Falle von der Ausübung von willkürlichen Bewegungen, zum Beispiel durch Probanden oder Patienten. Natürlich muss man den Bewegungsraum testen, und da sieht man hier alle möglichen Konfigurationen, die der Nutzer mit dem Exoskeleton realisieren kann. Da sieht man hier diese orangenen Bereiche. Ja, diese orangenen Bereiche, das ist der Bereich, wo dieses Rotationszentrum vom Schultergelenk sich bewegen kann. Ja, das ist ja nicht nur eine einzige Linie bzw. Trajektorie, sondern das ist tatsächlich ein gesamter Bereich mit möglichen Positionen der Rotationszentren oder Center of Rotation Rotationszentren von dem äußeren Schultergelenk liegen. Wenn man so ein Exoskeleton entwickelt, dann muss man natürlich auch prüfen, wie gut kompatibel ist das zum menschlichen Körper. Das heißt, diese parasitischen Scherkräfte und Momente, die auftreten auf dem Arm während der Bewegung, die müssen gemessen werden. Und da sieht man hier zum Beispiel, hat man zwei Experimente durchgeführt. Einmal, wenn dieser Schultergürtel frei ist, das heißt, er kann sich bewegen, wie es sein soll. Das wurde ja entwickelt, damit wir tatsächlich diese kinematische Nichtkompatibilitäten berücksichtigen. Und im zweiten Experiment hat man diesen Mechanismus fixiert. Das heißt, nur das äußere Schultergelenk darf sich frei bewegen. Und da sieht man natürlich, wenn wir das Ganze fixieren, dass die Kräfte, die auftreten, wesentlich
wesentlich höher sind. Und wenn praktisch diese Schultergürtel, die Gelenke vom Schultergürtel sich bewegen, dass die Kräfte an den Interaktionspunkten sehr klein und sehr minimal sind. Also irgendwelche Kräfte werden ja auftreten, man muss ja Kontakt eigentlich spüren oder wahrnehmen. Aber die sind jetzt nicht so riesig, dass sie zu unbequemen beziehungsweise unangenehmen Druck beziehungsweise Scherkräfte an den Kontaktpunkten führen. Genau. Ein weiteres kinematisch unterschiedliches Exoskeleton für die untere Extremität ist das Carex-Exoskeleton. Und zwar, wir haben gesehen jetzt beim letzten Beispiel von dem Harmony, dass wir so Motoren genommen haben, so wie man sich das so vorstellt, wenn man einen Roboterarm baut. Und das Besondere und Interessante bei diesem Carex-Exoskeleton ist, dass man so ein bisschen nicht konventionell vorgeht, beziehungsweise interessante Designprinzipien hat. Und zwar, was war das? Entschuldigung. Keine Ahnung. Okay, jemand hat hier mir irgendein. Naja, also, und zwar so kann man auch ein Exoskeleton realisieren. Und das ist, was ich vorher gemeint habe. Man muss nicht überall Gelenke anbringen, wo man Gelenke im menschlichen Körper hat. Man hat hier diese Schalen, ja, um den Unterarm, um den Oberarm und um die Schulter. Und man versucht hier mit intelligenter Kabelführung beispielsweise die Bewegungen vom Schulter, vom Ellenbogen und so weiter zu realisieren. Also, das heißt, diese Schalen, die sind mit dem menschlichen Arm verbunden und man hat natürlich hier, wie man sieht, Kabel, die irgendwie geroutet sind oder geführt sind. Es ist klar, man kann jetzt hier keine exakte vielleicht Aufbringung von Momenten exakt in den Gelenk realisieren, aber man kann vielleicht solche Aufgaben, zum Beispiel beim Heben oder beim Heben von Objekten oder bei Rehabilitation und so weiter, auf diese Art und Weise natürlich auch machen. Und dieses Exoskeleton existiert, das sieht also so aus, es hat 5 Freiheitsgrade, 3 in der Schulter. Eine Ellenbogenflexion, Extension und eine Unterarmrotation sogar auf diese Art und Weise. Und man muss sich vorstellen, gerade um diese Unterarmrotation zu realisieren, dass man irgendwelche besonderen Kabelführungen hier benötigt, damit man überhaupt die Unterarmrotation machen kann. Das realisiert man natürlich mit einer bestimmten Topologie von diesen Kabeln. Ja, also das sieht man hier, wie das Kabel hier runtergeht, ja, das Kabel hier rüber. Der hier ist gekreuzt mit dem hier. Hinten hier, der geht nach hinten und so weiter und so fort und der eine von hier nach da. Und das ist natürlich keine einfache Aufgabe, beziehungsweise keine triviale Aufgabe, aber es ist natürlich neue Möglichkeit, mit der man tatsächlich diese Bewegungen um die drei Achsen realisieren kann. Und sieht man hier, wie tatsächlich dieses Exoskeleton aussieht, wenn wir Kabel haben und wir haben ja, wie wir gesagt haben, 5 Freiheitsgrade, dann brauchen wir mindestens 5 Motoren, die diese Kabel tatsächlich ansteuern, vielleicht mehr als 5 Motoren, ja, je nachdem, ob man in beiden Richtungen ansteuert oder nur in eine einzige Richtung und so weiter und so fort. Aber man sieht hier, dass man natürlich hier man hat diese ganzen Motoren hier angeordnet und dann praktisch von jedem Motor praktisch ein Kabel hier, der entlang eines bestimmten Pfades Kräfte ausübt, um ein Gelenk in eine bestimmte Richtung zu bewegen. So, man hat natürlich Gelenkwinkel, Encoder, also Gelenkwinkelsensoren, um die Gelenkwinkel zu messen. Und auch Kraftmessdosen oder Kraftsensoren, da sieht man sie hier in jedem Kabel, damit man die Kräfte auch messen kann. Und man kann damit so ein kontinuierliches Drehmoment von 2,7 Newtonmeter realisieren. So, dieses Carex-Exoskeleton
auch entwickelt, um Activities of alltägliche Aktivitäten zu unterstützen. Und wie ich bereits erwähnt habe, die Art und Weise, wie tatsächlich diese Kabel geführt werden, ist sehr entscheidend. Man sieht hier der erste Entwurf, wo diese Kabel hier so durchgeführt wurden, wie man das vielleicht auf den ersten Blick machen würde. Und da hat man den Arbeitsraum analysiert. Und zwar hat man so über 7000 unterschiedlichen Konfigurationen genommen, also 6 Konfigurationen pro Gelenk von den 5 Gelenken. Und hat man bemerkt, dass durch eine Optimierung der Seilführung, wie man sieht, ja, das ist eine komplett andere Seilführung als die, die wir hier haben, also vor der Optimierung und nach der Optimierung, dass die Anzahl der möglichen Konfigurationen von 424 vor der Optimierung zu 5700 gestiegen ist nach der Optimierung. Also das ist natürlich der theoretische Wert. Wenn ich jetzt hier 5 Freiheitsgrade habe und ich diskretisiere sie mit irgendwie, dann komme ich auf eine bestimmte Konfiguration, eine bestimmte Anzahl von Konfigurationen, die den Bewegungsraum oder Arbeitsraum beschreiben. Und man sieht hier, dass davon nur 400 eigentlich, also nur 5% von diesem Arbeitsraum erreichbar war vor der Optimierung und nach der Optimierung fast 75% erreichbar war. Da hat man auch Experimente mit gesunden Menschen durchgeführt, um praktisch alles, was man so kinematische Kompatibilität, Kraft und so weiter und so fort, beziehungsweise die Regelung mal zu evaluieren. Und hier waren die Probanden, haben, wie es hier dargestellt ist, die haben das Exoskeleton mit 2 externen Kabeln, die an dem Endeffektor, also am Ende von dem Exoskeleton hier befestigt sind, angesteuert. Und es wurden hier 2 unterschiedliche Controller, einmal ein Kabel Verspannung, Tension Controller, ja, realisiert und auf der anderen Seite ein kraftfeldbasierter Controller realisiert, um zu zeigen, ob die Personen in der Lage waren, praktisch einen bestimmten Pfad oder bestimmte Trajektorie mit dem Exoskeleton bei einer vorgegebenen Normalkraft mal zu machen oder durchzuführen. So, zusammengefasst, das ist um großen Ordnungen leichter als andere Exoskeletons. Also das wiegt hier 1,55 Kilo. Natürlich, da werden die Motoren, die nicht auf dem Exoskeleton hier getragen sind. Und wenn man über solche Therapieaufgaben denkt, dann können natürlich die Motoren und so weiter stationär irgendwo sein. Man sieht, die sind hier aufgehängt. Ja, das sind die Motoren hier an der Stelle, und das ist das Exoskeleton, was man hier sieht, wo die Person hier sitzt und es testet. Es hat keine traditionellen Gelenke bzw. Segmente, die wir kennen, und deshalb braucht eigentlich keine Anpassung, um irgendwelche Misalignments, die wir vielleicht in anderen Fällen hätten zu kompensieren, und natürlich beschränkt auch die Beweglichkeit der natürlichen Gelenke nicht im menschlichen Arm. Es kann natürlich ein bisschen störend sein, dass sie muss man sich aufpassen bzw. geschickt diese Führung der Seile mal hier überlegen, aber das ist ein sehr interessantes Konzept, mit dem man tatsächlich zumindest jetzt vor solche stationären, also statische Exoskelette, die man im Sitzen, also sag ich mal kabelgebunden und nicht jetzt autarke, mobile Exoskeletons, mit denen man rumläuft. Vielleicht in der Zukunft könnte man ja hier diese Motoren auch irgendwo in einem Rucksack unterbringen und
diese ganze Verkabelung auch geschickter gestalten, so dass man damit auch tatsächlich mobil bestimmte Aufgaben ausführen kann. So, das waren jetzt zwei Beispiele für kinematisch unterschiedliche Exoskelette. Die letzte Variante oder der letzte Typ von Exoskeleton waren die Soft-Exoskeletons. Und wie der Name sagt, die sind soft, die haben kaum Gelenke eigentlich oder gar keine Gelenke, wie es hier dargestellt. Das ist so wie ein Kleidungsstück, was man anhat. Und natürlich, damit man jetzt hier über diese Kleidung Bewegung von bestimmten Gelenken realisieren kann, braucht man wiederum irgendwelche Kabelführungen, wie hier auf dieser Jacke dargestellt ist. Das Ganze ist natürlich sehr bequem. Diese Misalignments, die sind auch nicht da, aber das Problem, was wir haben, wir können keine gezielte oder exakte Aufbringung von Drehmomenten auf bestimmten Gelenken, aber nichtsdestotrotz ist eine vielversprechende Möglichkeit zur Realisierung von tragbaren mobilen Exoskeleton. Und da sieht man hier zwei Beispiele. Einmal der Soft Exo. Ja, da sieht man hier das Soft Exo. Zum Beispiel auch vor Rehabilitation. Da sieht man hier auch Beispiele, wie man Exoskelette für die Hand auch auf diese Art und Weise realisieren. Man kann sich vorstellen, bei der Hand, bei der Vielzahl von Gelenken in der Hand, dass man natürlich mit solchen getragenen Handschuhen, die auch irgendwie aktuierten Handschuhen, die beste Möglichkeit hat, aufgrund von Raumbedarf, Komplexität der kinematischen Struktur der Hand und so weiter und so fort. So, ein Beispiel ist Crux, ja, CRUX, ja, Compliant Robotic Upper Extremity Exosuit, ja. Wie gesagt, die Details kann man bei Interesse auch in diesem Paper hier nachschlagen. Also das ist für Rehabilitationsaufgaben von Schlaganfallpatienten. Und natürlich die Aktivierung, die bei der Aktivierung bzw. bei dieser Kabelführung statt jetzt bei dem anderen Beispiel, bei dem Carex, ja, wo wir diese Schalen haben und diese Kabel praktisch irgendwie optimiert, damit wir die Bewegungen von den jeweiligen Gelenken realisieren können, hat man hier mit Hilfe von diesen Kabeln versucht, man praktisch die Art und Weise, wie die Muskeln im menschlichen Arm hier, das ist ein Oberarm oder ein Exoskeleton für die obere Extremität, deshalb die Muskeln im Oberarm nachzubilden. Ja. Das Gewicht 1,3 Kilogramm inklusive diese ganze Ausrüstung, die man hier hat. Und natürlich die Frage, mit der man sich beschäftigen muss hier, wenn man solche Soft-Exoskeletons realisieren will, sag ich mal, auf diese klassische Art und Weise, wo ich irgendwelche Textilien habe und in diesen Textilien irgendwelche Kabeln mal nähen muss, ja, damit Bewegungen realisiert werden können. Da muss man sich Gedanken darüber machen. Wie bei dem Carex hat man ja die Seilführung der Kabel optimiert und hat man gesehen, dass man eine größere Anzahl von Konfigurationen im Arbeitsraum erreichen kann. Deshalb muss man sich hier in dem Beispiel auch sich mit der Frage beschäftigen, wie kann ich überhaupt die Verläufe der Muskeln im menschlichen Körper auf diese Sehnen, künstlichen Sehnen im Exoskeleton abbilden. Ja? Das sind natürlich auch Überlegungen, wo man auch zum Beispiel sagt, ich gucke oder man guckt eigentlich diese Kräfte, die in den Sehnen auftreten bzw. in den Muskeln auftreten, die sind natürlich proportional zu den Aktivierungspotenzialen, also EMG Signale, die man misst bei den unterschiedlichen Bewegungen, und die kennt man, weil man hat ja unglaublich, man hat viele Analysen und viele Untersuchungen dazu,
Und da kann man anhand von diesen Kräften letztendlich dann die Auslegung von den Verläufen der Seile in diesem Anzug mehr oder weniger spezifizieren bzw. designen. Ist kein einfaches Thema, aber ein meiner Meinung nach zukunftsweisendes Thema, mit dem man leicht die Unterstützung, ja, also ist jetzt wahrscheinlich keine große Unterstützung, wo man schwere Objekte damit tragen kann, zumindest nicht mit heute verfügbarer Technologie, aber für so leichte Unterstützung im Rehabilitationsbereich ist das auf jeden Fall eine interessante Variante, wo auch diese ganzen Misalignment-Probleme nicht auftreten und wahrscheinlich der Energieverbrauch ist auch nicht so stark, wie wenn man jetzt 10 oder 15 oder 20 Motoren antreiben musste. Genau, also das sind jetzt hier nur Beispiele zu den unterschiedlichen Typen von Exoskeletons, also endpunktbasierte, kinematisch äquivalente und kinematisch verschiedene und Soft-Exoskelette. Aber es gibt natürlich in der Literatur, wenn man hier auf dem Gebiet guckt und schaut, gibt es auch andere Kriterien, nach denen man diese Exoskelette unterteilen kann, die ich kurz erwähnen möchte, und zwar zum Beispiel, ob es ein Exoskelett für die Hand, für Handgelenk, für Ellenbogen, für Schulter oder ein Ganzkörper-Exoskelett. Also das heißt zum Beispiel hier, für welches Segment bzw. für welches Gelenk des menschlichen Körpers werden diese Exoskelette gebaut. Natürlich die Anzahl der Freiheitsgrade ist auch ein Klassifikationskriterium. Die Aktoren, die Art der Aktoren, ob das elektrisch, pneumatisch, hydraulisch oder ob Ultraschallmotoren verwendet werden oder was gibt es noch? Elektrisch, hydraulisch, pneumatisch, Ultraschall, ja, vielleicht gibt es andere Arten von Aktuatoren, die man auch hier einsetzen kann. Wie die Kraft oder die Energie übertragen wird, also über ein Getriebe, über ein Kabel, über irgendeinen Transmissionsmechanismus, über Zahnriemen und über Riemen und so weiter und so fort. Und ein weiteres Kriterium ist die Anwendung, das Anwendungsdomäne, ja, die Anwendungsdomäne. Und zwar, ob diese Exoskeleton zum Beispiel in Rehabilitation oder ob sie zur Augmentierung, also so Power Assist nennt man sie, oder zur Erweiterung menschlicher Fähigkeiten oder nur als haptische Schnittstellen, ja, also so die uns Kräfte spüren lassen, die vielleicht ein entfernter Roboterarm erfährt, ja, indem wir so ein Exoskeleton anhaben. Andere Klassifikationskriterien für Exoskelette der unteren Extremität sieht man hier die Art der Aktuatoren und die Übertragung von Energie und wie viele von den heute bekannten Exoskeletons elektrisch bzw. Motorkabel getrieben sind oder Motorgetriebe. Kombinationen für die Energieübertragung oder verwendet werden. Das ist hier in diesem Diagramm hier dargestellt. Ein Beispiel hier für ein pneumatisch angetriebenes Exoskeleton, ja, wo man diese künstlichen Muskeln, die wir vielleicht kennen aus anderen Vorlesungen, die sich dehnen bzw. Schrumpfen, wenn sie aufgeblasen werden. Und da sieht man, wenn sie in dieser Ordnung und der Muskel hier sich verkürzt, dann führt das dazu natürlich, dass der Ellenbogen hier sich bewegt in diese Richtung. Und wenn der Muskel wieder sich verlängert, dann natürlich der Ellenbogen bewegt sich in die andere Richtung. Also das sind auch so Typen von Exoskeletons, an denen man forscht bzw. Arbeitet. Ganz interessante Exoskeleton für Handgelenke, ja,
Und zwar mit Hilfe von beispielsweise kardanischen Aufhängungen hier die beste Möglichkeit sehen, um diese Beweglichkeit des Handgelenks zu realisieren. Und das letzte hier, Futele-Operation, was ich erwähnt habe, das ist ein Exoskeleton, was von DLR ISA entwickelt wurde. Und der soll tatsächlich ein Feedback zum Menschen geben, was ein entfernter Roboterarm auf der Weltraumstation an Kräften spürt. Ja. Und natürlich muss man in der Lage sein, diesen Roboterarm auch zu steuern, aber auch die Kräfte und Momente, die an diesem entfernten Roboterarm auswirken, hier zu spüren. Und deshalb sieht man hier, hat man 8 aktive Freiheitsgrade an diesem nur Arm-Exoskeleton und 6 passive, damit diese ganzen Nicht-Kompatibilitäten kompensiert werden. Und ganz zentral ist natürlich die Kraftdruckkopplung. Ja? Also deshalb heißt es auch Force Feedback Telemanipulation. Also wenn man etwas in entfernter Umgebung manipuliert, also man stellt sich vor, ein Roboter auf der Raumstation oder in einer kontaminierten Umgebung, der etwas manipuliert und wir wollen spüren ja, wie schwer die Objekte sind, die eigentlich dieser Arm jetzt trägt oder wie stark drückt jetzt der Arm hier gegen die Wand oder gegen eine Schraube. Deshalb braucht man natürlich diese Kraftdruckkopplung und diese Kraftdruckkopplung oder das ist eine der Alleinstellungsmerkmale von diesem Exoskeleton, dass man dieses Kraftfeedback auch zur Verfügung stellt. Da sieht man hier, wie das Ganze aussieht und wie die Gelenke angeordnet sind und wo welche Gelenke vorhanden sind und sieht man, was man eigentlich noch dazu braucht. Ja, das ist also bei weitem kein mobiles Exoskeleton, was man so zur Arbeit mitnimmt, sondern das ist ein statisches, wo man in einem Leitstand praktisch diese entfernten Roboter in einer Teleoperationsmode betreibt. So, und es gibt viel Literatur dazu. Eigentlich, das Gebiet ist auch so ein bisschen unübersichtlich. Also, was sind überhaupt so die zentralen Forschungsfragen, was Design von diesen Exoskeletons angeht. Natürlich werden wir auch die Steuerung von diesen Exoskeletons in einem Nachfolgekapitel auch betrachten. Aber wir haben versucht, mal einige interessante Publikationen hier für euch, die waren auch in den Folien zitiert, für die Leute, die sich hier vertiefen oder auf dem Gebiet noch nähere Informationen zu den unterschiedlichen Aspekten haben wollen. So, nun verlassen wir jetzt Exoskelette der oberen Extremität und gehen wir zur Exoskelette der unteren Extremität bzw. Ganzkörper-Exoskelette. Und wir fangen damit an, dass wir gucken, genauso wie bei Exoskelette der oberen Extremität, haben wir geguckt, was sind eigentlich die Requirements oder was sind so die wesentlichen Fragestellungen, die man dort berücksichtigt. Und da haben wir gesehen, dass zum Beispiel diese Redundanz von dem Arm sehr wichtig ist. Und da haben wir gesehen, wenn wir alle Misalignments kompensieren wollen, dann müssen wir praktisch einen Mechanismus für den Exoskeleton entwickeln, die Redundanz des menschlichen Arms matcht. Ja, also die gleiche Redundanz in jedem Bereich des Arbeitsraums. Bei Exoskeletons der unteren Extremität, die sind natürlich zentral meiner Meinung nach. Und ich glaube, wenn es darum geht, jetzt augmentieren die Exoskeletons, also für gesunde Menschen, die zum Beispiel, wo Exoskeletons sie unterstützen beim Tragen von schweren Objekten, ich glaube, Exoskelette der oberen Extremität alleine machen in solchen Situationen keinen Sinn, weil diese Kräfte, die durch zusätzliche Last, durch schwere Lasten und so weiter auftreten, die müssen ja vorbei an das Skelettsystem des Menschen geführt werden. Und das kann nur vorbeigeführt werden, wenn wir Ganzkörper-Exoskeletti, also ein Oberarm, Oberkörper
Körperexoskeleton mit einem Unterkörperexoskeleton verbinden, damit diese Kräfte tatsächlich durch dieses Exoskeleton gehen und nicht durch die Knochen und Muskeln von dem Bewegungsapparat des Menschen. Also ganz zentral und ganz wichtige Anforderungen sind hier, oder die wichtigen Anforderungen, die ergeben sich natürlich aus dem, was wir zum Thema Laufen im Kapitel 2, Gangzyklus oder Laufzyklus, ja, was sind überhaupt die Anforderungen bezüglich Nachgiebigkeit oder Steifigkeit in den unterschiedlichen Phasen des Laufens, oder wie ändern sich die Momente und Kräfte, die in den jeweiligen Gelenken der unteren Extremität auftreten, in Abhängigkeit von Geschwindigkeit des Laufens bzw. Körpergewicht. Und da werden wir hierzu Beispiele sehen, ähnlich wie bei Exoskelette der oberen Extremität. Und bevor wir darauf eingehen, würde ich kurz mal auf diese Einsatzmöglichkeiten von Exoskeletten eingehen. Und auf der einen Seite natürlich hier als Trainer oder im Bereich Rehabilitation, Augmentierung von gesunden Menschen oder eine tatsächlich komplette Ersetzung von fehlenden oder nicht mehr funktionierenden Extremitäten. Und da gibt es einige Beispiele, also Lopez aus der Universität Twente, eins der vielleicht bekanntesten Exoskelette im Bereich Rehabilitation, von Cyberdyne das Whole-System als Ganzkörper-Exoskeleton zur Unterstützung oder zur Augmentierung sowohl der unteren als auch der oberen Extremitäten. Und hier, wie man sieht, ein Exoskeleton zur Substitution von nicht funktionierenden bzw. nicht mehr vorhandenen Extremitäten. Wenn man jetzt über die Requirement denkt, dann sind natürlich dann variierende Requirements für diese Exoskeleton in Abhängigkeit von der Anwendung stark. Und zwar bei Rehabilitation, wenn wir das mal angucken, bei Rehabilitation geht es darum, dass wir zum Beispiel der Bewegungszustand oder den Zustand von bestimmten Gelenken wiederherstellen wollen. Das heißt, wir müssen sehr genaue Bewegungstrajektorien mal vorgeben. Wir müssen wir müssen Drehmomente erzeugen, oder das Exoskeleton muss Drehmomente erzeugen, die das Gewicht vom Benutzer auch tragen. Ja? Wir wollen vielleicht den Gesundheitszustand und den Fortschritt der Rehabilitation auch berücksichtigen. Gerade wenn es in Rehabilitation geht, könnte man sich vorstellen, dass das Ganze überhaupt nicht autark, also was Energie angeht, sein muss, sondern das kann ja kabelgebunden sein, zum Beispiel in einem Rehabilitationszentrum oder mit Hilfe vielleicht mit einer Batterie. Ja. Bei Augmentierung bedeutet tatsächlich, dass wir überhaupt keine Einschränkung auch von der Vielseitigkeit der Bewegung des Benutzers haben dürfen durch das Exoskeleton. Das heißt, wir müssen dieses natürliche Bewegungsverhalten des Menschen unterstützen und folgen. Wir müssen natürlich Kraft oder Drehmomente erzeugen, nicht nur um den Benutzer zu tragen, sondern tatsächlich auch die zusätzliche Belastung zum Beispiel durch ein weiteres Objekt ja, auch zu tragen. Das Ganze bei Augmentierung natürlich, je nachdem, könnte man sich überlegen, wenn diese Augmentierung nur an einem bestimmten Platz, zum Beispiel einem Arbeitsplatz, wo normalerweise ein Mensch 8 Stunden pro Tag steht und nur die gleiche Aufgabe macht, dann könnte man sich vorstellen natürlich, dass das Ganze kabelgebunden erfolgen soll. Ansonsten natürlich irgendwie autark mit Hilfe von Batterien. Und was ganz zentral natürlich die kinematische Kompatibilität. Ja, also sehr gute kinematische Kompatibilität oder Matching von den Redundanzräumen oder Redundanz von dem Exoskeleton und vom menschlichen Körper insgesamt. Bei Substitution wollen wir vielleicht mal allgemein
tägliche Aktivitäten mit so einem Exoskeleton durchführen. Natürlich müssen wir Bewegungstrajektorien generieren. Natürlich müssen wir auch Drehmomente generieren, um das Gewicht von der Person zu tragen. Und das kann natürlich nicht kabelgebunden sein, wenn man jetzt alltäglichen Aktivitäten Indoor und Outdoor erledigen muss, dann muss man natürlich hier mit irgendwelchen autarken Energieversorgung, die auch für den ganzen Tag vielleicht reicht, arbeiten oder darauf abzielen, sowas zu haben. Wie bei Exoskeletten der oberen Extremität, hier ein paar Beispiele von aktuell existierenden Exoskeletten, die man auch oft sieht, natürlich in der Presse, aber auch in der Forschungslandschaft, zum Beispiel Exobionic Suit. Da sieht man hier, ich will auch wiederum nicht auf die Details eingehen, sondern das Wesentliche, also nicht auf die technischen Details, nur um einen Eindruck zu geben. Man sieht hier, vor Rehabilitation oder Substitution, wenn irgendwelche Funktionalitäten oder Funktionen der unteren Extremität nicht mehr gegeben sind, man hat ein Knie- und Hip-Flexion und Extensionsgelenk. Das sind die einzigen aktiven Gelenke. Ja, also wir wissen ja, Approximation erster Ordnung vom menschlichen Bein, mindestens 6 Gelenke, ohne dass man jetzt Zehen und so weiter und so fort berücksichtigt. Also man hat hier 2 Gelenke, die aktiv sind, einmal Knie und einmal Hüfte. Man hat natürlich weitere Gelenke, zum Beispiel Dorsi und Plantarflexion bzw. Hip-Abduktion, Adduktion. Das System wiegt 30 Kilogramm und der kann sich von sich selbst nicht balancieren. Das heißt, der Benutzer, und das ist vielleicht eines der schwierigen Fragen bei Exoskeletten der unteren Extremität, weil die meisten oder alle Exoskeletten, die momentan bekannt sind, das sind Exoskelette, in denen der Träger oder der Nutzer reingeht und dann so 2 Stücke hat. Und an diesen 2 Stücken sind manchmal irgendwelche Knöpfe, die man drücken muss, damit man sagt, jetzt aufstehen, jetzt geradeaus, jetzt noch einen Schritt, ja, und so weiter und so fort. Ja. Also Push-Button-Sensoren sind natürlich in diesen Stücken integriert, mit denen man kann auch ein paar Bewegungen zum Beispiel, wenn Inertialsensoren integriert sind, dann kann man zum Beispiel durch das Lehnen nach vorne die Vorwärtsbewegung anstoßen bzw. triggern. Das System kann angepasst werden auf unterschiedliche Segmentlängen über bestimmte Mechanismen hier, Schrauben und so weiter und so fort. Und über diese Manschetten bzw. über diese Streifen, die man sieht hier, wird das Exoskeleton am menschlichen Körper angebunden bzw. fixiert. Es gibt inzwischen auch neuere Varianten, wo das Ganze hier 3D gedruckt und ähnliches. Und die Benutzer, die sind, wie gesagt, Benutzer, die Funktionalität in der unteren Extremität verloren haben, kann nur verwendet werden mit diesen Stücken und kann bis zu 6 Stunden arbeiten, wobei das natürlich relativ und hängt von der Person ab, also zum Beispiel von dem Gewicht der Person ab. Und die Laufgeschwindigkeit beträgt bis zu 3,2 Kilometer pro Stunde. Das soll euch nur einen Eindruck davon geben, was ist so der aktuelle Stand der Forschung auf dem Gebiet. Natürlich sind das eine super Technologie, die Menschen, wie man gesehen hat im Video, mit solchen Einschränkungen und Limitationen unterstützen. Aber man hat auch gesehen, dass es nur wirklich ein ganz, ganz kleiner Schritt auf dem Weg zu wahrhaft interaktiven und mühelos getrieben, also und Exoskelette, die man mühelos nutzen kann. Ja, also wie gesagt, es ist natürlich eine große Erleichterung und Verbesserung der Lebensqualität von diesen Personen, aber der Weg ist noch lange
bis man diese echt unterstützenden Exoskelette, die vielseitig sind auch in deren Aktionen und die auch eine bessere Prädiktion der Intentionen des Menschen ermöglichen. Ein weiteres Beispiel hier aus Japan von Cyberdyne ist der HOL3, auch vor Rehabilitation und Augmentierung. Man sieht hier auch zwei aktive Gelenke im Knie und Flexion, Extension der Hüfte. Und weitere passive Gelenke, zum Beispiel im Sprunggelenk und Abduktion, Adduktion, auch von der Hüfte. Die Bewegung wird getriggert hier durch EMG-Signale, das heißt Elektroden, EMG-Elektroden, die auf dem menschlichen Körper angebracht sind und wo man basierend auf natürlich Vortraining, also man muss diese Signale aufzeichnen und wissen, welche Signalmuster zu welchen Bewegungen oder mit welchen Bewegungen assoziierbar sind und diese Informationen verwenden, dieses HOL-System zu triggern. Also, das ist hier für die untere Extremität, wie ich bereits erwähnt habe, 32 Newtonmeter hier bei den aktiven Freiheitsgraden, wiegt 15 Kilogramm. Sensoren hat man, Gelenkwinkelsensoren, Kraftsensoren in der Sohle hier und EMG-Sensoren an Flexoren und Extensoren, also am menschlichen Körper. Und die Schnittstelle zum menschlichen Körper wiederum hier über diese Manschetten bzw. 3D gedrückte Schalen, Plastik oder Metallic. Und Anwendungsgebiet hauptsächlich Rehabilitation, aber auch Augmentierung ist das Ziel hier der Forschung. Man sieht, dass ein Ganzkörper-Exoskeleton, deshalb hat er auch ein Exoskeleton der oberen Extremität hier mit aktiven Gelenken hier in der Schulter, also drei aktive Gelenke in der Schulter, ein aktives Gelenk im Knie und dann so ein Grasp-Assistenzsystem, wo man Bewegungen vom Indexfinger und Daumen nachbildet. Und da sieht man hier die kinematische Struktur zum Beispiel vom Oberarm. Ja? Und als drittes Beispiel ist das Lopez-System, also für ausschließlich Rehabilitationsaufgaben. Ich freue mich, das heißt, das Thema ist jetzt interessant, weil da kommen so viele Fragen im Chat, auf die wir natürlich das nächste Mal eingehen werden. Das Lopez-System für klinische Rehabilitation wird aktuiert, das Kabel getrieben, aber auch seriell elastische Aktuatoren und lineare Potentiometer, mit denen man die Ausdehnung oder Auslenkung von Federn letztendlich die Kraft messen kann. Auch hier befestigt am menschlichen Körper, wie man hier in dem Beispiel sieht, mit Hilfe von diesen Manschetten. Ja. Und das ist ein stationäres System, was hier jetzt in einem Rehabilitationszentrum zum Beispiel oder in einem Klinikum installiert ist und wo dort Rehabilitationen nach Verletzungen oder Operationen an der unteren Extremität durchgeführt werden können. Genau, damit man überhaupt mit einem Exoskeleton der unteren, das sind so Kleinigkeiten, aber die sind zentral natürlich zum Testen oder zum Nutzen von diesem Exoskeleton. Das ist ein Exoskeleton für die untere Extremität und stationär, also fixiert, und deshalb kann man überhaupt dieses Exoskeleton sinnvoll nutzen, wenn man das mit einer nicht Fließband, sondern mit einem Laufband kombiniert, sodass tatsächlich diese Bewegungen des Benutzers relativ zu dieser Laufband kompensiert und dabei auch die Therapieprozeduren und so weiter durchführt.
So, es gibt auch die Soft-Exoskeletons für die untere Extremität, also nicht nur für die obere Extremität, haben wir vorher gesehen, für die obere Extremität Soft-Exoskeletons hier kabelgetrieben, wiederum die gleichen Fragen eigentlich, wie müssen diese Kabel überhaupt geführt werden, damit wir eine Unterstützung hier vom Menschen realisieren können. Da sieht man hier auch Bowden-Kabelzüge hier, die an der Stelle hier vielleicht angepasst werden, angezogen bzw. gelockert werden können und wie diese Kabel hier verlaufen zu einem Rucksack, in dem die ganzen Aktuatoren sitzen können. Das ist natürlich soft, aber irgendwoher muss ja die Energie kommen, die diese Seile mal zieht. Und das ist hier auf diesem Rucksack, was von dieser Person auf dem Bild zu sehen ist. Genau, und da sieht man hier unterschiedliche Möglichkeiten, wie diese Kabel durchgeführt werden. Und das ist keine triviale Aufgabe, sondern das ist tatsächlich eine Aufgabe, oder ein Problem, was eng damit zusammenhängt, wie zum Beispiel gelenkübergreifende Aktivierung beim menschlichen Körper funktioniert. Also gibt es irgendwelche Synergien, zum Beispiel der Bewegung von Muskeln des Oberbeins mit Bewegungen vom Knie bzw. vom Sprunggelenk. Und diese Untersuchungen werden natürlich in der Biomechanik durchgeführt, ja, und auch in der Robotik oder in der Prothetik bzw. Exoskelette hier. Und da sieht man hier diese gelenkübergreifende Führung von solchen Kabeln, ja, also entlang von einem oder durch so ein Soft-Exoskeleton hier, damit man ja das bestmögliche Matching auf der einen Seite oder die bestmögliche Unterstützung realisiert, die beste Kabelführung, ohne dass man auch, sag ich mal, Komfort des Menschen beeinträchtigt, aber auf der anderen Seite, um die maximale Performance zu holen, die maximale Unterstützung zu holen. Ja. Also man sieht hier biartikulare Kraftassistenz, also man sieht hier praktisch diese Kraft hier entlang von diesem Kabel, entlang dieses Kabel hier, der natürlich zum Rucksack auf dem Rücken hier verläuft. Und man sieht, dass man hier auch zum Beispiel Änderungen der Position des Menschen über Sensorik erfassen kann und dass man die Extension von der Hüfte bzw. vom Kniegelenk unterstützen kann. Und zwar 26% von einer natürlichen, also des natürlichen oder normalen Drehmoment im Knie oder bis zu 35% von der Leistung, die normalerweise im Knie auftritt. Die letzte Variante sind sogenannte Supernumerary Arms, also tatsächlich zusätzliche Arme, die man auf dem Menschen aufbringt oder anbringt, damit man ja übermenschliche Performance realisiert. Also sieht man hier die Arbeiten von Professor Asada vom MIT, ein Roboter oder zwei Roboterarme auf der Schulter einer Person und da sieht man hier, man ist oft eigentlich in solchen Situationen, wo man so eine große Kiste hat und die Tür zu ist und weiß man nicht, wie man das macht. Aber das wäre so die optimale Aufgabe für solchen zusätzlichen Arme, also Supernumerary Arms, ja, die entweder jetzt die Tür hier aufmachen und halten oder das Objekt festhalten, damit der Mensch die Tür hier aufmacht. Auch hier bei Überkopfarbeiten, man will ja irgendetwas an der Decke hier befestigen. Natürlich braucht man ja beide Hände, um etwas zu schrauben. Man muss gleichzeitig hier etwas befestigen und diese Arme, die müssen natürlich verdammt leicht sein,
und kräftig und die dürfen mit den natürlichen Armen auch nicht kollidieren. Und die müssen im besten Fall natürlich unsere Intention erkennen, dass wir jetzt schrauben, dass wir jetzt fertig sind und so weiter und so fort. Also man kann sich vorstellen, wie komplex das Problem ist. Und das Gleiche wird auch hier für supernumerary legs, ja, also für die untere Extremität, hier für Arbeiter, die zum Beispiel bei Flugzeugmontage hier solche schweren Objekte manipulieren oder tragen können sollen. Ja. Und da sieht man halt, wie man mit diesen Mechanismen hier Menschen in die Lage versetzt, tatsächlich diese schweren Objekte zu tragen, ohne dass diese zusätzliche Last durch die Knochen sozusagen geht, sondern durch diese zusätzlichen Unterstützungsmechanismen, die die Kraft dann vom menschlichen Körper in den Boden hier transferiert. So, somit will ich die Vorlesung für heute beenden und wir werden natürlich das nächste Mal hier mit Exoskeleton der unteren Extremität bzw. Full Body Exoskeletons weitermachen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wünsche euch eine schöne Woche. Danke.